YouTube und willkommen zum neuen Video von mir. Wir reden heute prinzipiell, was sich so in der Welt von Diablo alles tut und werden uns dazu drei kleine Posts anschauen. Einmal geht es um das Thema Botting, was jeden nervt, was jedem bekannt ist. Dann um einen Dev-Post über neue potenzielle Amulette, die kommen sollen. Und dann noch um ein kleines, sehr brauchbares Spreadsheet von einem sehr netten Kerl, der das gemacht hat, wo es um einzelne Viecher, einzelne Gegner für die Rift-Progression geht. Wenn wir ein bisschen hineinschauen. Wir gehen zuerst zum ersten Thema mal. Ja, und zwar ist hier, hat die Community von d3cap.org einen offenen Brief an das Entwicklerteam von Diablo geschrieben, in dem es um Spotting geht. Und zwar, ein bisschen lese ich jetzt vor, sagen sie, das ist eine Nachricht von der Community, die sich damit beschäftigt, mit den kompetitiven Aspekten des Spiels, also Leaderboards, Conquests und so weiter. Die Spieler, die das Game sehr gern haben und die sehr viel Zeit oder ihre gesamte Zeit hinein investieren und die auch selber etwas davon haben wollen, dass sie so viel Dedication zeigen, die ihre Namen Leaderboard sehen wollen und so weiter, bla bla bla, also die richtig ausnörden wollen und sich damit, die sich damit profilieren wollen, was wir alle im Endeffekt machen. Für die ist das geschrieben und von den Leuten richtet sich das an das Entwicklerteam. Und zwar steht hier, es wird extrem schwierig gemacht für uns das Ganze zu machen. Wir alle wissen, wie die große Grid Progression abläuft. Wir grinden Ancients, wir grinden Keys, wir grinden das ganze Gear, wir fischen die richtigen Rifts und. Und das ist in Ordnung, weil so funktioniert das Spiel. Und das weiß ich. Ja. Was halt hier nicht in Ordnung ist, ist das Problem mit den Bots, weil hier Leute, die selber offensichtlich nicht die Zeit investieren in das Spiel, alle diese Sachen des Grinds und diesen ganzen Aspekt im Endeffekt umgehen. Ganz sei es Infernal Machines, Legendaries und so weiter, wieder wird das Ganze aufgezählt. Das heißt, im Endeffekt müssen diese Leute sich nicht auf ihr Gameplay ganz konzentrieren und nicht versuchen, das Ganze so effizient wie möglich zu halten und sind nicht ausgelockt, weil sie das machen müssen, bevor sie zu dem eigentlichen Competitive Aspekt des Games kommen, sondern sie haben im Endeffekt von vornherein den Vorteil, dass sie das alles haben, indem sie ihre Bots laufen lassen. Weiter steht hier, viele Botter sagen es offensichtlich, dass sie botten. Es ist ganz offensichtlich, dass ganz viele High-Profile-Streamer botten, denn sie können unmöglich 23 Stunden täglich online sein und so hohe Paragons auch schon haben. Und das Ganze. So, also im Endeffekt sagen sie das weiter. Es geht hier ums, wie im eigenen von Blizzard geschriebenen Endnutzer-Agreement, was wir alle wegklicken, genauso wie wir das WinZip wegklicken, wir kaufen es später. Wir verwenden trotzdem WinZip oder WinCraft, aber wir kaufen es später. Ja. Genauso klicken wir auf, ja, okay, bei dem Blizzard-Spiel nehmen wir. Ist gut so, hier steht halt, sie berufen sich darauf, dass dasselbe im Agreement drinnen steht, und zwar steht, Zitat, die automatische Kontrolle für einen Charakter in einem Spiel ist ein Beispiel für so ein gesperrtes Programm im Endeffekt. Ja, und was sie halt sagen ist, dass man, falls man sie nicht so einfach bannen kann, man wenigstens die Möglichkeit geben sollte, dass man diese Leute meldet, dass man da irgendwas dagegen etwas tun kann. Man möchte eine botfreie Community schaffen, und gerade diese Season ist es halt wirklich, wirklich offensichtlich, dass viele Leute botten, die halt wirklich 20 bis 23 Stunden halt durchgehend online sind. Das kann halt kein Mensch wirklich schaffen, und hier diesen offenen Brief geschrieben, unterzeichnet von auch ganz vielen jetzt bekannten Leuten wie Alt-Kaiser, Männer-Cookie auch und Wuji oder DH von ZDE. Also hier sprechen sich ganz viele Leute davon aus, und ganz bestimmt sollte man das hier teilen und weiterreichen und wirklich schauen, dass genau diesen Brief die Community geschrieben hat, auch wirklich an Blizzard weitergereicht wird. Ja, Bots sind Leute, die das Spiel gekauft haben, und dementsprechend haben sie ja quasi was Aktives gekauft, um botten zu können. Die Argumentation, die Blizzard ja eigentlich immer gern verwendet hat bei WoW, war, Botter sind zahlende Accounts, und naja, natürlich will man keine zahlenden Kunden quasi vergraulen. Hier ist es aber was anderes. Hier sollte man definitiv harte Strafen setzen, was einfach unfair ist. Es ist sowieso schon, wenn man arbeitet oder in die Schule geht oder sonst was, ein Defizit, das man hat, einfach, wenn man die Paragon-Punkte nicht hat. Das Paragon-Level-Problem besprechen wir die Woche eh nochmal ausführlich. Aber ist ganz klar, je höher einer ist, umso mehr Bested hat er, umso höher Rüstung hat er und Offensive hat er.
wenn ich jetzt an Stärke denke, ich bekomme nicht nur Offensive, ich bekomme auch Defensive. Wenn ich 500 Ballkontakte höher bin als einer, ich habe 500 Stärke mehr, dann habe ich halt schon wieder fast ein Rift-Level mehr, wenn ich gleich gut spiele. Ja? Und irgendwann hört einfach das Spiel besser als XY-Typ auf. Wenn er 500 Ballkontakte mehr hat als ich, dann komme ich halt einfach vom Gears, vom Wertestand selber nicht mehr mit. Das ist schon mal ein Defizit, das man hat, wenn man irgendwie was normal zu tun hat. Und wenn das Leute dann auch noch umgehen mit Bots und so weiter, ja gut, ist einfach nicht in Ordnung. So oder so, dass Leute belohnt werden wollen dafür, wenn sie mehr spielen als andere, das ist vollkommen in Ordnung. So funktioniert jedes Game, so funktioniert alles. Je mehr Zeit ich in etwas investiere, umso besser bin ich, umso mehr sollte ich davon noch zurückbekommen. Und das sehe ich ein, dass Leute das Ganze einfach umgehen und 5 Tage lang durchbotten und damit den perfekten Key einfach nur noch um 1000 Rift Keys einfach nur noch die Progression machen müssen und die ganze Zeit sich gespart haben, das ist dann voll nicht in Ordnung. So, kommen wir zum nächsten. Hier auf diablofans.com wurde gepostet schon vor 6 Tagen Potential New Amulets, und zwar schreibt hier ein Blizzard-Mitarbeiter, dass Sölfer-Amulette natürlich ziemlich stark sind, das ist gut fürs Spiel. Ja, du musst halt Items farmen und so weiter, dann machst du die Ubers in der Gruppe, dann musst du alles craften und so weiter. Er hat halt im Endeffekt betont, wie gut das Höllenformulett in Wahrheit ist und wie toll es sein soll. Es gibt zwar ein paar Alternativen, zum Beispiel jetzt Auge von Etlich, Flave of Time, Immunity Amulets, bla bla bla, in Wahrheit für eine Klasse fällt mir ein, die ohne Hellfire spielen will, vielleicht 2 in der Solo-Progression. Vielleicht sagt er, neben Motto kam, dann lässt natürlich Fragen aufwerfen, was meint er. Hoffentlich kommen neue Amulet-Slots, hoffentlich ist das Hellfire-Amulett nicht in Zukunft hundertprozentig mandatory. Was ich schon im letzten Video irgendwann mal gesagt habe, was mich ein bisschen nervt an dem Spiel, ist, dass pro Patch für jede Klasse 1-2 Slots extra dazukommen, die hundertprozentig dieses Item sein müssen. Wenn man zurückdenkt an Season 1, als Rhaegar Bart, dann hatte man sein 5-Teile-Set, seinen Rock und seine Schultern und dann die Waffe, was man halt hatte. Das Amulett, was man halt hatte. Natürlich gab es Besseres und Schlechteres, aber es gab bei jeder Klasse, die man hatte, jetzt Marauder Set war Pflicht, Bombenschützen war Pflicht, was für Armschiede man hatte, gab es Alternativen, manche wollten halt, natürlich wie heißen sie, Reaper's Wraps ziemlich gut, aber es gab auch Alternativen, zum Beispiel jetzt, Dracunis haben auch mal hier gezockt, weil sie mit den Ressourcen besser ausgekommen sind. Und waffentechnisch konnte man auch, man konnte Arcane-Shuffle spielen, man konnte Cryo-Shuffle spielen, man konnte bla 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 spielen. Selber im Barb, selber im Crusader, wo man sagen konnte, ich konnte Hearthloader spielen, ich konnte aber auch Furnace spielen, ich konnte Maximus spielen und bla 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 bla. Lauter Sachen, die noch ein bisschen zumindest Ausweichraum gemacht haben, wo man sagen konnte, das Bild funktioniert schon. Ich bin schon bereit, ein bisschen ins Griff-Pushen zu kommen. Und mittlerweile hat sich dazu entwickelt, dass jede Klasse, ich denke, es ist ein Witch-Doktor, man braucht die Katze, man braucht die richtige Waffe, weil jedes extra Werte für irgendwas gibt. Man braucht die Armschienen, man braucht Hellfire-Amulett, man braucht den Ring, man braucht das Item, man braucht dieses hier, man braucht die richtige Voodoo-Maske, man braucht die richtige Voodoo-Maske gekriegt. Das ist alles schon so Cookie-Cutter-mäßig ist und kaum noch Platz für Individualität ist. Da wäre natürlich cool, wenn wir mehr Möglichkeiten haben für starke Items, wie jetzt zum Beispiel gerade Amulette und Ring, wo man sagt, ich könnte mit Passion des Willens spielen, ich könnte aber ohne spielen, wäre natürlich nicht so verkehrt für die Community. Und der letzte Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist, das heißt mal, alle Credits gehen zu Slack. Es gibt die Internetseite warpath.eu, dann kann man hier auf Monster Progression klicken und kommt hier zu diesem hier gezeigten Spreadsheet, wo man einfach sieht, wie viel Progression die Gegner, die Monster in den Rifts geben, einmal prozentuell, einmal in Punkten. Hier zum Beispiel die Abominations 0,33% oder die Unburieds, die wir ja alle gern sehen in den Rifts und gern haben, am besten nur solche. Hier 0,57, also fast nur, also 2 sind 1% Rift Progression, also richtig krass. Hier sieht man das, das ist gar nicht so schlecht, vor allem wenn man in die Greater Rift Progression mal ein bisschen reinkommt. 60 plus wird einem oft auffallen, dass man die ein oder anderen Packs oder die anderen Karten mal skippen möchte, weil sie einfach scheiße sind. Man aber schon auf Rift Level 3 angekommen ist oder 2 angekommen ist und sich denkt, kann ich das 5 Level spielen, sind die Viecher gut genug, ist die Density gut genug und so weiter. Und das ist natürlich gut zu wissen, wenn man das alles schon auswendig weiß, schon oft gemacht hat, dann ist es natürlich was anderes, aber bedenkt bitte, viele
Leute haben noch nicht so ultra viel gefischt und sind dann angekommen und denken sich, ja, cool, ich habe ganz viele Blautmauler, die sind sicher voll gut und hier sind genug da, und in Wahrheit geben die halt kaum Progression hier. Und dann möchte man natürlich die schnellstmöglich skippen, oder den Rift kann man im Ganzen dann abbrechen, weil man vielleicht gleich auf ist und man bei diesen Gegnertypen nicht einen groß genug Abstand bekommt, um den Boss dann tatsächlich klären zu können. Wenn man das weiß oder wenn man hier einfach nachschaut im Rift selber, kann man sich da auf jeden Fall Abhilfe schaffen, dass man seine Zeit nicht unnötig verschwendet. Oder auch, dass man mal schaut, hier habe ich einen Rift, okay, hier habe ich ganz viele von diesen Biestern. Lohnt es sich wirklich, gegen die zu kämpfen? Schlafe ich sie schnell genug, dass ich genug Progression gebe? Sie geben halt 1% alleine, deswegen. Ja, tue ich mir jetzt wirklich den Rift mit den ganzen Seelen an, geben kaum Progression und so weiter. Lohnt sich, was weiß ich, die Dreadmane, glaube ich, heißt sie. Lohnt sich, die Exorzisten wirklich zu killen? Ja, es lohnt sich, die Exorzisten zu killen, die geben 0,5%. Die Exarchen selber muss ich mal ausweichen und so weiter. Also darum kann man mal schauen, wie das Ganze so ist. Bei manchen Gegnern weiß man natürlich, Unburied Zombies oder Ponys oder sowas geben immer viel. Bei anderen kann man hier nachschauen, dementsprechend dann seine Rift Progression noch einmal ein, zwei Level verbessern, wenn man einfach weiß, die Gegnertypen sind gut, die Gegnertypen sind schlecht. Und nicht nur bei den offensichtlichen, sondern auch bei den vielleicht nicht so offensichtlich guten und schlechten Monstertypen. Wo man dann sehen kann, okay, ich habe von denen genug eine gute Density, das heißt, man kann sie zocken oder nicht, und dann kann man sich das Rift-Level einfach anschauen, und wenn es nicht so gut ist, dann kann man natürlich dann knicken oder das nächste Level suchen und spart sich dann sicher auch einiges an Zeit, gerade wenn man dann 60 plus geht und ganz, 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 ganz viele Keys verwenden muss, um bestimmte Levels dann hinzukriegen. Das war es im Endeffekt von mir für dieses Video. Ich freue mich auf jegliche Art von Kritik, Anregungen, Wünsche, Feedback in die Kommentare bitte posten. Was ihr gerne sehen wollt in den nächsten Wochen, lasst es mich auch wissen. Season ist nicht mehr ganz so viel zu labern. Wir schauen uns sicherlich die BlizzCon an, wir schauen uns ein paar Pushes an, Crusader Mage, Demon Hunter kommen für euch. Wir reden über das Problem der Paragon Level definitiv in den nächsten Tagen zusammen am Channel. Lasst mich sonst wissen, was ihr sehen wollt, was euch gerade beschäftigt im Game, lasst es mich einfach wissen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.